Frage. Gut, ihr wundert euch jetzt bestimmt so, ey, was labert der gerade für einen Scheiß da, ey? Aber, ja gut, ist egal. Jetzt muss ich... Oh. Ich muss das Spiel ein bisschen kümmern. Viel Spaß. Guten betätigten Schalter. Wir sehen uns gleich. Oder vielleicht auch nicht. Achso. Dr. Freeman, los! Ja bitte, nee, tut mir leid, ich war gerade am Träumen. Ich habe mich gerade so konzentriert. Was wäre, wenn du jetzt nach vorne springen würdest? Würdest du zerrissen werden? Okay. Ich glaube, diesen Apparat möchte jede Frau im Schlafzimmer stehen haben. Man hört es ja gleich. Und was das Geile ist, die sind auf einmal weg. Hat es geklappt? Sieh doch selbst. Hey Doc. Ich glaube, das mache ich auch mit dem Kollegen. Ich hole mir so ein Ding. Stell es bei mir ins Wohnzimmer. Und dann, wenn wir mal, sagen wir mal, Frauentausch machen wir dann. Genau. Weiß nicht, wenn er seine Freundin reinstellt, zack, kommt sie zu mir. Ich habe ein bisschen halt Spaß mit ihr. Und dann geht sie wieder rein und ist wieder weg. Das ist doch so klasse. Das Studio macht sich echt bezahlt. Okay, Barney, jetzt du. Uff, danke. Sobald du die schubsen mal so. Oh, jetzt bin ich dran. Da geht's echt nicht. Ja, dann werden wir mal schauen, wo es mich hin verschlägt. Sieht ja nicht gerade stabil aus, das Ding. Hüpfen geht, na. Lass mich mal rausspringen. Geht gar nicht. Schade. Gut. Tschüss. Es kann losgehen, Gordon. Ich bin bereit. Und viel Glück für die Zukunft. Schlusssequenz. Nee, ist ja nicht der Raumschiff, ich weiß. Ist ja nur ein Haarfleisch. Oh, da ist ein. Da wollte ich nicht nochmal hin. Also, da ist richtig, da ist richtig. Zwei Weiber und halt ein komischer und ein alter Mann. Da bin ich richtig. Dort will ich hin. Wo bin ich denn hier? Das kann doch nicht sein. Das war der Mann von den Plakaten. Du kannst doch nicht einfach. Ey, jetzt ihr Schwuchtel, jetzt macht mal hin. Entscheidet euch. Entweder schön die Kanareninseln, wo ich gerade war. Oder dort Gangbang-Party. Oder halt ein bisschen arbeiten. Fast sicher das. Gordon Freeman. Ja, baden ist nicht so toll. Hahaha, guter Fett. Oh, dafür hätte ich auch die Tür nehmen können, Mr. Kleiner. Aber ist ja okay. Also ich habe ja auch nichts dagegen. Bisschen. Naja. Soll ich wieder reinkommen? Okay, dann nicht. Aber du brauchst gar nicht mal meine Hilfe. Nein. Keine Fotos. Fotos sind scheiße. So, jetzt wollen wir mal dort herlaufen. Und jetzt... So, ich kann euch sagen, es lädt der Bildschirm. Aber kurz. Das ist doch schon mal was. So, wo soll ich jetzt, was soll ich machen? Wo soll ich hin? Hey Gordon. Oh, ja, was ist los? Die Zitadelle ist alarmiert. Das ist das reinste Wespennest. Mal zoomen. Aber sind die 17 ab, solange es noch geht, oh, Gordon. Was ist das für ein Fliege, Dinger? Zum Futterapparate. Sie führen zu Eli's Labor. Ist zwar gefährlich, aber es gibt ein Netzwerk von Flüchtlingen, die helfen, wenn sie können. Ich gehe mir gern mit, aber Dr. Kleiner braucht mich hier. Und was passiert da? Oh, und bevor ich es vergesse, das habe ich in Black Mesa gefunden. Naja. Viel Glück da draußen. Da ist es. Mein Baby. Oh, erstmal schwingen. Oh, und? Warte, funktioniert's noch? Es funktioniert. So, mehr brauche ich jetzt nicht. Ich nehme jetzt irgendein Hotelzimmer. Wo könnte man mal... Am besten da ganz oben drin. Naja, laufe ich mal hin. Oh, doof, jetzt schießt nicht sogar auf mich schon. Aber mit meinem Brecheisen kann nichts verkehrt gehen. Oh! So drin.
nicht schlimm, lasst euch Zeit. Hallo. Was da für Leute bestimmt drin sind. Oder Gegenstände. SI, was kann das denn heißen? Sabbernde Intellektuelle? Kann ja sein. Aber ich habe noch keinem schlauen Menschen begegnet, außer halt Dr. Kleiner. Aber der glaubt auch, er wäre schlau, aber naja. Anderes Thema. Wir werden geschossen. Und irgendwas haben wir jetzt falsch gemacht. Könnte das, also es könnte damit zusammen... Oh, Taschenlampe mal machen. F. Oh, oh, jetzt. An alle, die, sagen wir mal, ein bisschen dem Gamestalk TV-Kanal geguckt haben und sich an ein Spiel erinnern. Jetzt mache ich mal ein kleines Geräusch nach. Warte, das ist noch nicht das Geräusch. Oh, der Schritt. Oh. Slender, genau. Guckt auf unseren Kanal. Ich mache so ein bisschen Schleichwerbung auf meinem Kanal jetzt. Für Gamestalk TV und genau Slender und das Spiel ist genial und meine Hände waren am Schwitzen und das änderte mich gerade so ein bisschen, weil auch mit der Taschenlampe. Ja, egal. So, lädt wieder. Ist auch schön, Schilder zu lesen, Danger. Und ich gehe jetzt hier so durch, Kanalroute. Taschenlampe mal wieder ausmachen, Dankeschön. Plan ist. Ach, hallo! So, jetzt kann ich auch noch eine Fresse hauen. Hier, Schwachbild. Komm, triss mich nicht. So. Sie wird dich jetzt suchen. Flieh, verschwinde, du kannst hier eh nichts machen. Was, wie? Ihr habt einen Film gedreht? Ja, Entschuldigung. Tja gut, die stehen, glaube ich, nicht mehr auf. Ich glaube, ich gehe mal lieber wieder weg. So, jetzt sind wir die Waffe. Ich weiß noch, wo das Spiel rauskam, bei der englischen Version. Waren sogar hier Blutspritzen. Also das nicht, sondern halt da auch am Körper. Das haben sie halt in der deutschen Version rausgenommen, was ich halt schade finde. So, und jetzt wette ich mit euch, da kommt einer. Wetten? So, was machen wir denn jetzt am besten? Wir gehen mal am besten dort hinunter. Genau. So, jetzt machen wir einen kleinen Stunt. Das kennt man von dem Film Alarm für Cobra 11 oder andere Actionfilme aus Amerika. Und zwar das. So, und packt's. Normalerweise würde ich jetzt sowas von mir die Nase blumen. Hey, Boys. Ich sag euch ja, legt euch nicht mit Gordon Freeman ab. Jetzt wollen wir erstmal hier ein bisschen mal gucken. Da gibt es zum Beispiel Medizin und Waffen. Was haben wir da? Lambert-Detektiv. Achso, das ist der hier. Achso, heißt er. Ah, okay. Das wollen wir jetzt mal vermeiden. Oh, das Feuer sieht hammergeil aus. Und da ist eine Kiste. Das ist Munition. Wo hab ich mich denn geschossen? Ach, da oben. Jungs, ihr habt keine Chance. Ich werde jetzt dezimieren. Wo kommen denn die Schüsse her, ey? Ab und zu. So. Weißt du was, Jungs? Das Haus sieht so schön aus. Ich glaube, ich mache jetzt mal ein Päuschen da drin. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.